Oh, es ist online. Oh nein, es ist live. So, ich bin mal gespannt, ob wir es heute durchkriegen. Mein letztes Mal war es ja ein Unentschieden. Zumindest auf irgendeine Art und Weise. Jetzt gucken wir mal, ob wir es bis zum Ende heute schaffen. Mit ungefähr ein Zeitlimit von 2 Stunden setzen. Und ja, den Rest sehen wir dann. Ansonsten würde ich sagen, ich habe genug gewartet. Auf geht's! Er muss dir was für die Hochschule angucken. Ich verstehe, ich verstehe. Also erstmal wieder gucken, wie geht die Steuerung? Also nein, Steuerung habe ich noch im Kopf, aber ich meine, wir gehen die ersten Fallen. Kriege ich es hin, kriege ich es nicht hin? Mal gucken. Haha, ich hab's noch da. Muscle Memory ist immer noch da. Es war fast ein Monat her, aber ey, es funktioniert, das ist doch cool. Das wollte ich nicht, aber gut. Nein. Hä? Das hat doch schon ein paar Schaden gegeben. Das ist mich doch... Ach man, komm. So. Ich will nicht zu viel Schaden schon direkt am Anfang nehmen. Dieser kleine Sprung immer an den Klippen nicht vergessen. So, und dadurch, dass ich... Vielleicht wird es jetzt einfacher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt wissen, dass es hier einen Savepoint gibt, wenn man sich dahin stellt, hole ich mir den auch direkt. Ob wir den nutzen werden oder ob wir dann so weit kommen, keine Ahnung. Aber ey, immerhin haben wir den. Was ich mich jetzt nur frage, ist, ob der vorherige, den ich eingesammelt habe, jetzt auch verschwindet oder ob ich dann da irgendwann spawne. Wobei, ich glaube, die überschreiben sich einfach nur. Na gut, kann ich den ja eigentlich fürs nächste Mal zum Farmen lassen. Ja, das ist das neue Deus Ex. Sieht super aus, ne? Mit Ritterkostüm und Fallen und schöner Musik. Aber sei gegrüßt, Banfo. Und ich habe echt verkackt, das gibt's doch nicht. Gut, dass ich gespeichert habe, hey! Der erste Tod, hurra! Sei gegrüßt, Schießer. Und danke, Sweetie. Yay, mein Essen ist da. It's so fine, thank you. Ich habe nur nicht Mittag gegessen. Ich weiß auch nicht, wie viele Chancen ich habe. Ich werde einfach mittendrin ab und zu was essen. Also nicht wundern. Aber erstmal... Ah, kommst du so weit? Okay, gut. Zweiter Ritter, ja, schon soweit. Das ist unglaublich. Ich meine, es ist jetzt ein Monat her, seitdem wir das erste Race gemacht haben. Aber es fühlt sich wie gestern an. Also, es ist nichts anders. Das Einzige, was ich so ein bisschen... Wo ich noch nicht sicher bin, ob es dann besser wird oder nicht, ist halt ab hier. Aber es ist krass. Also, Muscle Memory sorgt dafür, dass wir weiterkommen. So, erste Explosion, komm. Hühnchen haben wir. Und jetzt schießt er einfach drüber. Nee, da waren 3 Schüsse. Seth. Was, der schießt immer noch? Ich dachte, der schießt nur 2-mal. Oder 3-mal waren es. Und danach immer drüber. Oder ich muss... Na okay, jetzt schießt er drüber. Das Krankenmonster musste da sein. Seth. Ich glaube, das ist ein Insider, kann das sein? Dass der das mit... TH geschrieben haben. Aber gut, sei es drum. Okay, cool. Ja, das ist ja schon mal viel flüssiger als letztes Mal. Und das ist sogar beim... Ja gut, zweiten Versuch. So, Tetris. Und ich habe schon verkackt, verdammt. War ich doch zu weit auf der rechten Seite. Nein. So, währenddessen... Oh nein, Kanone schießt. Aber schießt drüber, ne? Ja, okay. Puh. Nicht, dass ich jetzt hier sterbe, während ich mein Essen hier rüberstelle. Das wäre nicht so schön. So, jetzt habe ich natürlich kein Save Point. Das heißt, wenn wir hier wieder verkacken, müssen wir alles nochmal machen. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich. What? Oh, Mano. So viel so, ah, es wird kein Problem sein. Wir haben das, den Rand da doch noch getroffen. Schade. Na gut, nochmal von vorne.
nutze ich ja eigentlich gar nicht den ersten... Also, ich meine... Jetzt nutze ich gar nicht den Save Point da zu sparen hier. Das heißt, wir nehmen einfach jeden. Nix hier horten. Ja, das war greedy. Ich habe gedacht, das war eigentlich noch passend. Na gut. So. Weiter geht's. Der Anfang ist ja wenigstens noch. Was heißt wenigstens noch einfach? Haha, es ist einfach nur... Ich bin so oft hier gestorben, dass ich irgendwann meinen Rhythmus gefunden habe und dass es jetzt kein Problem mehr ist. Aber ich meine, das ist ja das, worauf das Spiel basiert. Irgendwann hast du alles so, wie es sein muss, drauf und danach musst du dir keine Gedanken mehr dazu machen. Okay, die Falte hat mich nach unten geschleudert und fast gekillt. Interessant. Ah, das war zu spät, ja. Nee, ich habe überlebt, irgendwie. Okay. Ja, ich glaube, das ist ein Insider hier mit den TH. Oder der Entwickler hatte einfach keine Lust, dass man das vernünftig macht und hat einfach gesagt, ja gut, für jede Zahl setzen wir einfach ein TH hinter, fertig. Plop, plop, plop. Komm, peng. Ja, kriegt man das hin? Ja. Überhaupt nicht riskant. Ach, man kann nicht auf dem Ding sogar draufstellen. Na, witzig. Cool wäre natürlich gewesen, ich meine, natürlich macht das der Entwickler nicht, aber wenn man die Save Points einsammelt und dann der letzte genommen wird, bis man wieder alle verloren hat, aber schade. Wie gesagt, wäre natürlich zu einfach und ey, wieso verkacke ich denn hier? Das ist noch viel zu früh und blub. Da liegt schon die erste Leiche von vorhin. Ist natürlich ein bisschen traurig, hier wieder sein Leben zu verlieren, aber gut, was soll's. Wir müssen ja nur den Teil mit den Fischen schaffen, dann passt's eigentlich. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich bin an einem anderen Teil. Also gedanklich war ich schon über dem nächsten Teil, wo wir dann noch nicht sind. Ja, ich glaube, das wäre auch dann zu einfach, wenn man das so gemacht hätte. Wäre ein cooles Feature, weil man quasi dann schon gesagt hat, hey, man hat schon die anderen Save Points ja alle eh eingesammelt. Aber andererseits, klar. Wenn du gut genug bist, würdest du ja nicht wieder zurückfliegen. Normalerweise. Ach nein, man darf die ja nicht berühren. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich darüber wäre, aber gut. Hui. Komm, Kanonenkugel. Schieß auf mich. Ich habe echt das nicht irgendwie getroffen. Ah, das ist traurig. Okay. Wir müssen ja nur Human Tetris hinkriegen und dann den nächsten Save Point. Ja, das schießt wieder. Jetzt aber, okay. Oh, das... okay. Ja. Dann nutze ich einfach die Gelegenheit und esse mein Essen. Natürlich jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Mikro im Weg. Ich nehme es einfach rüber. So. Guck mal, ein Essensstream kriegt ihr auch. Und das nur, weil ich keine Zeit hatte zu essen. Okay. Siebter Ritter, du bist der Auserwählte. Du kommst jetzt zur Mauer. Ich muss ehrlich gesagt gerade überlegen, habe ich es nur einmal bis zur Mauer geschafft oder zweimal? Ich weiß nur,
Ich habe mit einem Schlag... Ups. Ach, come on. Danke dir. Ich habe nur mit ein, ich weiß nur, ich habe mit einem Schlag es irgendwie über 3 Stationen geschafft. Wäre witzig, wenn ich es wieder hinkriegen würde. Also ich würde es feiern, aber mal gucken. Wow! Überlebe ich das? Eigentlich wollte ich mich nur nach vorne ragdollen. Stattdessen kann ich jetzt in der Luft fliegen. Okay, typisch Speedrunner. Mach das Spiel kaputt. Verdammt nochmal. Ah, ah. Ja, bitte. Ritter, danke dir. Ui. So viel zu, mit dem Rektor kann ich mich wahrscheinlich retten. So. Das war viel zu früh. Hopp. Ja, wir können auch gleich die Musik wieder wechseln. Wobei ich diese eigentlich schön finde. Ist dann eher eine Frage an den Stream, ob es irgendwann euch auf die Nerven geht oder nicht. Ja. So. Jetzt aber. Geht doch. Ich habe eine verrückte Idee. Ich meine, das mit dem Schleudern hat mich... Boah, ich weiß aber nicht, in welche Richtung die Türen gehen. Wäre es möglich, mich direkt rüber zu schleudern? Na, ich werde es nicht ausprobieren. Keine Ahnung, welche... Vielleicht per Zufall, wenn ich gleich... Okay, beim nächsten Save werde ich das mal ausprobieren, weil ich habe das schon mal hingekriegt, dass ich mich hierhin geschleudert... Ups. Entschuldigung. Hierhin geschleudert habe. Vielleicht schaffe ich es, mich noch weiter zu schleudern. Dann muss ich den ganzen Teil hier nicht jedes Mal machen. Interessante Idee. Ob es klappt, ist eine andere Frage, aber... Wieso nicht ausprobieren? Es ist unglaublich, wie einfach dieser Bereich auf einmal wird, wenn man weiß, dass es hier einen Save Point gibt. So, und jetzt wird es bei mir hier richtig dunkel. Interessant. Gerade eben hat die Sonne geknallt wie bescheuert und jetzt wird's dunkel. Ich muss gleich wahrscheinlich wieder die Rollos hochfahren. Ups. What? Warum ist da überhaupt ein Zaun? Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Warum sterbe ich denn an so einer einfachen Stelle, wo es noch gar keinen Unterschied macht? Naja. Springen. So. Geht doch. So schwer ist das nicht. Weiß nicht, warum ich mich so blöd anstelle. Ich finde auch immer schön, wenn man springt, wie das Huhn anfängt zu fliegen. Ups. Fischi, fischi. So. So, okay, ist alles gut. Ja, geht doch. Jetzt schießt er schon darüber, okay. Na, okay, der eine war drüber, aber der andere... Nein, 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 mein Schild! Okay. Alles gut. Aber sogar das Feuer von der Explosion habe ich gerade gesehen. Blub, 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 da ist meine Leiche. So. Es ist unglaublich, wie konnte ich nur letztes Mal so lange hier stecken bleiben? Ich muss doch nur diesen einen Sprung dahin kriegen. Andererseits bleibe ich jetzt hier die ganze Zeit stecken, also...
Von daher. So, jetzt kommen die Schweinchen. Ja, geht doch. Irgendwie hat mich letztes Mal das Schwein aber gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr wieso. So, und da kommt ein Save Point. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe ihn nur letztes Mal nicht gekriegt, weil... Weiß ich nicht mehr. Oh, Junge. Triff doch. Ja, ich hab's geschafft. Ah. Okay, wir sind bei der Mauer. Einmal damit es heller ist und zur Feier esse ich kurz was. Zeit verschwinden, oh nein, was bin ich für ein Speedrun? Okay. Ach Mann, fängt ja schon gut an. Ach genau, jetzt kommt dieses Schaukelding. Wieso habe ich Schaden gekriegt? Zumindest hat der Ritter aufgeschrien. Naja. Was soll's? Was? Was? Warum hat das denn Schaden gegeben? Ich bin doch nur auf die Säulen drauf gesprungen. Ah, ich kann sogar hier hoch. Ah, cool. Also ich meine, ich kann das skippen. Nein! Was? Okay, alles gut. Ah, das war ein bisschen greedy und es hat trotzdem geklappt. Und jetzt, was soll's? Speedrunner Strats. Speedrun Strats. Speedrunner Strats. Das fängt schon gut an. Ah! Das war viel zu riskant. Warum habe ich das getan? Oh Gott. Das habe ich das letzte Mal nicht ausprobiert, aber diesmal probiere ich das mal. Oh boy. Wuhu! Oh, oh! Ja, was? Was war das denn? Ich hab... Nein, nein, mein Schild! Nein! Warum tust du mir das an, Spiel? Ach man. Da habe ich es auf diese Mauer geschafft und bin schon... Ey, guck mal, ich bin schon weiter als letztes Mal. Na, was heißt, das ist ja gelogen, aber... Ich bin fast an der Stelle, wo ich das letzte Mal war. Oh, shit. Dabei habe ich sogar das Ding getroffen. Na gut, was soll's. Ich erinnere mich noch wenigstens an den Teil. Kommen ein paar Fässer angeflogen. Wir laufen einfach. Den Teil habe ich mit einem Versuch geschafft. Mal gucken, ob ich es jetzt wieder hinkriege. Okay, cool. Die Ritter haben sich gegenseitig ausgenockt. Das ist schon mal perfekt. Und wir bleiben einfach gar nicht stehen. Wir laufen einfach weiter. Wow. Uiuiui. Okay, hier kommt das Ding von oben. Daran erinnere ich mich auch noch. Haha. Oh, 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 oh. Safe one. Safe. Nein! Wieso triffst du das nicht? Okay. Oh, ich hab's getroffen. Oh, Fortschritte. Wir machen Fortschritte. Ich habe das eine an der Mauer nicht gekriegt, aber ich hab's hier gekriegt. Damit sind wir schon mal weiter als vorhin. Vorhin?
Ja, auch. Ja, das auch, aber als letztes Mal meine ich. So. Genau, und dann gab es hier diesen. Ah, ne, da kommt ja noch. Da hinten war der Sprung. Nein, die Fässer. Ich glaube, ich. Oh, man kann da doch hoch. Vielleicht? Versuch's einfach mal. Ey, Ritter. Was? Wieso? Okay, aber ich glaube, man kommt da auch wieder hoch. Immerhin weiß ich, okay, man sollte auf dieses Fass dann nicht springen. Aber guck mal. Nee, das Ding ist kaputt gegangen. Ich spring einfach direkt hier rüber. Das hat letztes Mal auch funktioniert. Ja. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Zeit, alles wieder von vorne zu machen. Ach man. Das war letztes Mal aber einfacher. Ich weiß aber nicht mehr, was ich anders gemacht habe. Ich bin halt zu dieser Sprungplattform gekommen. Ändern wir mal die Musik. Genau mein Geschmack an Musik. Oh, ich dachte, das war schon zu früh, aber das hat er doch genug. Gut. Ah, das Lied ist sogar ziemlich kurz. Na gut. Müssen wir jetzt erstmal leben, bis wir wieder komplett resetten müssen. Aber der Teil ist geil. Oh, ich feier's. Ernsthaft? Nein, bleib in der Luft stehen. Genau das wollte ich nicht. Na gut. Boah. Ich wollte gerade sagen, das war ziemlich spät, aber es hat ja doch noch irgendwie funktioniert. Oh, shit. Ja. Ich hätte vielleicht erst schießen und dann springen sollen. Beides gleichzeitig war keine gute Idee. schöner Sprung. Was? Mein Ex-Achievement. Warum würde mich das nicht wundern, ehrlich gesagt? Und sei gegrüßt, Bo. Was geht? Alles gut bei dir. Ich bin immer noch traurig, dass das eine Schild vorhin runtergefallen ist. Auch wenn ich es nicht brauchte. So. Oh, nee, das war... Ja. Aber es hat... Ja, ich habe überlebt. Das ist okay.
bin immer noch geneigt, das einmal auszuprobieren mit dem Schleudern von hier. Aber andererseits, ja, will ich es auch nicht. Ist mir zu riskant. Mal gucken, mal gucken. So. Boah, Junge. Was? Warum klappt... ich habe überlebt, weil meine Leiche da unten war. Hey, Niff, was geht? Alles gut bei dir? Ja, so kann man natürlich auch direkt sein Leben verlieren. Okay, jetzt bin ich doch nicht mehr so abgeneigt, das einmal mit dem Schleudern zu probieren. Und den nächsten Song. Endlich Wochenende, ja. I know that feel. Ich bin ja schön, dass das erste, was ich gemacht habe, ist Rechner aus bei der Arbeit, meinen eigenen Rechner an und dann geht direkt das Stream los. Oh, hätte eigentlich laufen können, aber gut. Okay, Leute. Bounce. Ja, da hat Heinke wieder nicht verkackt. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal das ausprobieren mit dem Schleudern. Das wäre mega geil, wenn man dann einfach direkt rüberfliegen könnte. Aber deshalb probiere ich es jetzt einfach mal aus. Okay, der geht entweder nach links oder rechts, aber also muss es der hier sein. Mal gucken. Juhu! Es funktioniert. Ah, nein, ist ja was. Ah, shit. Aber es kann funktionieren. Guckt euch das mal an. Ja, geil. Jetzt muss ich das nur konsistent hinkriegen. Dann bin ich schneller. Oder ich mache es auf die alte Art und Weise und wir machen uns da keine Sorgen drum. Hm. Qual der Wahl. Was machen wir denn? Eigentlich, ja, das lohnt sich. Wir können das eigentlich zweimal ausprobieren, bevor ich scheitere. Oder falls ich mein Leben hier verliere. Ja. No, das ist mies. Okay. Ja, genau. Du musst immer wieder alles von vorne machen, falls du stirbst. Also, es ist nicht so, als würdest du wieder da wieder auftauchen, wo du gerade eben gestorben bist. Wo du gerade eben gespeichert hast. Der bleibt nur einmal da. Ich war schon drüben, dort wo diese Mauer ist, die wir da von hier sehen. Leider hat das nicht so... kam ich nicht so weit. Ah, das war nicht so gut. Whee! Blub, blub, blub. Und dort. Na gut. Ja, der erste Schleudergang war doch viel besser. Wie gesagt, ich finde die Musik super. Vielleicht ist sie mit Absicht so gemacht worden. Okay, Leute. So machen wir das. Wenn ich an dieser Stelle bin, habe ich einen Save Point. Hm. Beim ersten versuche ich mich rüber zu schleudern. Wenn das nicht klappt, also dann habe ich auch genug Versuche, um das zu verstehen. Wenn das nicht klappt, dann machen wir es beim zweiten Versuch ganz normal. Dann verschwenden wir nicht zu viel Zeit und wir können halt quasi eine neue Strat üben. Na, komm. Oh, dieser... Vielleicht sollte ich diesen... Oh, ich habe hier sogar zwei schon. Ja, ich habe schon vergessen. Okay. Ja, stimmt. Ich habe den abgeschossen und bin dann in den Tod gesprungen. Da war ja was. Hup, 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 hup. Nein, du kannst nicht double saven. Zum Beispiel habe ich jetzt den ersten, dieses erste Schild genutzt
Und das ist auch verschwunden. Und wenn ich jetzt wieder da respawne, dann kann ich das zweite Schild nutzen. Aber wenn ich das zweite Schild, also die Schilder bleiben da liegen, bis du die anfängst zu nutzen. Ah, warum springst du auf den Fisch, Heinki? Also das heißt, wenn ich jetzt wieder respawne, ist da ein zweiter Savepoint und ich kann dann nochmal speichern an der gleichen Stelle. Aber auch nur, weil ich vorhin diesen Speicherpunkt nicht genommen habe und wieder alles von vorne machen musste. Also hier kommt noch einer. Jawohl. Ja, guck, es wird immer einfacher und man wird immer besser. Ich meine, darauf ist ja das... Oh, ich dachte, der hat meinen Savepoint wieder weggeschossen. Das ist vorhin passiert, das war böse. Immerhin, ja, das stimmt. Ah, das war zu früh. Ah, das hat doch geklappt. Gut. Und springen! Boah, warum habe ich... Ich hatte irgendwie Schiss, dass das doch nicht ausreichend war. Human Tetris, let's go! Warum hatte ich solche Probleme denn, als ich mit Hedwig das Race gemacht hatte? Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn anders als im Race? Das ist echt eigenartig. Ich meine, ist ja egal. Progress, aber es ist trotzdem wunderlich, warum ich denn hier so lange stecken geblieben bin. Vielleicht war es auch einfach nicht mein Tag. Sei es drum. So. Vielleicht kommt wieder ein Schild. Oh, oh! Oh, 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 oh. Das Schild hat mich zwar weggeknallt. Was? Was? Wo ist mein Schild? Warum ist mein Save Point weg? Was soll das Scheiß? Ich fühle mich verarscht. ist okay, wir haben noch den vorherigen. Aber was soll das denn? Nee, du musst dich auf das Schild draufstellen. Und dann siehst du halt, dass der Kreis kleiner wird. Und erst dann hat er es gespeichert. Ich meine, wenn er es gespeichert hat, cool. Wenn nicht, naja. Machen wir erst mit dem Teil. Also die Mauer... Die Mauer ist wenigstens nicht so schwierig, finde ich. Finde sie sogar cool. Ach, come on. Sagte er, während er den ersten Teil verkackte. So, jetzt aber. Komm, springe, Herr Ritter. Ah ja, genau, ich muss da rüber. Kommen Sie, kommen Sie. Das war kein Sprung. Also, es war ein Minisprung. Naja. Ja, das war, ja, zu greedy. Ich dachte, ich schaffe es noch. Da habe ich die Rollos runtergefahren und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Aber es ist nicht zu blendend. Deshalb lasse ich das erstmal. So. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Und jetzt bitte richtig hüpfen. Danke. Warum springst du denn nicht, was? Ich bin einfach runtergelaufen. War ich jetzt wieder zu nah an der Kante? Ach, Mann. Unglaublich. Dieser Teil ist doch nicht mal schwer. Wie war das gerade eben? Wie habe ich das beim Human Tetris nicht geschafft? Und jetzt schaffe ich nicht mal den Anfang bei der Mauer. Oh. Komm jetzt aber. Was? So, jetzt aber. Oh, oh, oh. Immer auf der Wiese im Garten liegen. Ja, es hört sich doch gut an. Solange noch die Sonne da ist, bald gibt es keine Sonne mehr. Also, zumindest nicht so wie jetzt. Wobei... Ich glaube doch, nur dass es kälter wird. Mal gucken. So, auf jeden Fall Konzentration.
Springen Sie, Herr Ritter. Ja, geht doch. So schwer ist das doch nicht. Jetzt schleudern wir uns. Das sieht immer so knapp aus, aber irgendwie kommt mir das vor, als wäre es geplant gewesen. So, ja, das kriegst du gerade noch so hin. Ach genau, ich kann ja rüberspringen. Da war ja was. Ich habe das ja aus Versehen Speedrun-mäßig gemacht. Und dann gemerkt, ah, hey, braucht die eine Säule gar nicht. Das war dumm. Jetzt warte ich. Ja, ich hätte hier auch noch gehen können, aber wir machen es safe. Weil mein Safe ja geklaut worden ist. Es ist einfach out of bounds gegangen. Ich bin der Speedrunner, nicht das Spiel. Das Spiel darf sowas nicht, okay? So. Nochmal Schleudergang. Oh boy. Nein, warum bist du runtergefallen? Okay. Ist alles gut. Ist es alles gut oder auch nicht? Nein. Was war das denn? Ah, oh. Du hast recht, Bo. Es hat gespeichert. Es wurde gespeichert. Ja, geil. Oh. Wir haben doch nichts verloren. Verdammt, ich hätte das Schild treffen sollen. Dann hätte ich jetzt 2 Save Points dort gehabt. Naja. Na gut. Nochmal. Ich meine, der Teil ist wenigstens nicht so schlimm. Aber, ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr gepanikt, weil ich das Schild treffen wollte. Habe dann einfach nicht aufgepasst und bin dann runtergeflogen. Vor allem, weil ich die Ragdoll-Taste gedrückt habe. Ich wollte eigentlich in First-Person-Mode. Naja. Die Kette hat mir Schaden zugefügt, das finde ich nicht cool. Blob. Okay. Nur eine Fleischwunde. Alles gut. Machen wir es so. Überhaupt nicht gefährlich. Also alles gut. Okay, so, jetzt weiß ich auf jeden Fall, die Kette macht mir Schaden, das heißt, ich bleibe auf der linken Seite. So, View Killing. Ja. Da war ich doch ein bisschen zu früh. Aber hey, ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich diesen Teil eh wieder gleich machen muss. Entweder weil ich runterfalle oder weil ich sterbe und wieder ganz am Anfang bin. Von daher, halb so wild. Okay. Das Messer macht keinen Schaden. Zumindest wenn es steht. So, komm. Jetzt aber. Geht doch. Hui. So. Das Einzige, was ein bisschen gefährlich sein könnte, sind diese Stupser hier. Also nicht diese hier, sondern die anderen. Und ansonsten, ja, oben die Kreissägen, das war auch recht gefährlich. Aber irgendwie haben die mich nicht mal getötet. Die haben mich ja nur beschädigt, geschaden. Die haben mir Schaden zugefügt, Heinki. Reden hart, very much. Oder so. Okay. Wo? Ja, ich sollte vielleicht auf diesem Kreuz springen, dann kann ich das besser variieren nächstes Mal. So. Uiuiuiui.
Oh, okay. Wow. So, jetzt aber, komm. Gib mir das Schild. Nein! Ach, Mann, oh. Und da liegen die ganzen toten Hühner. Ah, okay. Esse ich noch den restlichen Teil meiner kalten Nudel, die jetzt kalt geworden sind. Und dann laufen wir hier durch. Dann kriegen wir es aber hin, hoffe ich. Ah, lecker. So. Einfach laufen. Ignoriert die Fässer. Nichts passiert. Ja, Bonken. Oh, Junge. No! Nope. Wo sind die Dinger hin? Warum fehlen die auf einmal? Was? Da waren Leitern. Die Leitern sind weg. Warum sind die Leitern weg? Ey, was ist das denn? Ich habe mich auf die Leiter verlassen. Auf einmal haben die gefehlt. Ah, Mann, das ist jetzt traurig. Und ich habe auch wieder das Schild nicht getroffen. Ja, danke, dass du mir den neuen nochmal den Anfang zeigst. Ja, immer wieder gerne. So, bitteschön. Oh, Mann. Ach ja. Ich meine, hey, immerhin kommen wir weiter als das im letzten Stream. Wie viel das aussagt, ist eine andere Frage. Fortschritt. Ich bin immer noch traurig. Warum haben da auf einmal die Planken gefehlt? Deshalb fand ich den Teil eigentlich super einfach und dachte mir so, hey, das wird kein Problem sein. Und auf einmal ist es wieder weg. So. Trainiert jemand für das Race? Nee, nee. Hedwig hat sich da ausgeklinkt, deshalb mache ich das jetzt alleine weiter. So. Okay, ich habe den Save-Punkt. Ich versuche das nochmal mit dem Schleudern. Das hat ja gar nicht funktioniert. Oder irgendwie doch. Oh! Nein! Es hat funktioniert, aber es hat mich auch getötet. Ah, schade. Ich meine, es ist halb so wild. Es wäre cool, wenn man das als Strategie hier nutzen kann. Dann kann ich wenigstens immer schneller von den Anfangsbereich verlassen. Aber wenn es nicht geht, dann machen wir es auf die alte Art und Weise. Hey, Trustno. Was geht? Und also auch sei gegrüßt, Reiken. Einfach drauflaufen und nicht draufspringen. Es könnte auch sein. Ja, ich versuche das mal gleich. Weil bei den anderen Schwungplattformen ist es so, du musst am Ende selber nochmal manuell springen. Sonst wirst du nur weggeschwungen und kriegst... Also der Sprung wird nicht... Wow, jedes Mal. Sonst wird der Sprung auch nicht registriert. Was ich eigentlich sagen will, ist, du kriegst nicht die Höhe noch dazu. Ich hab's kommen gesehen. Ich wusste, dass es nicht klappt. Ich mach's jetzt auch wirklich... Also den Sprung mache ich auf jeden Fall safe, indem ich den nochmal einen Zwischensprung mache. Ja, es ist nicht wirklich Kapitulation. Es hat einfach nur von ihm zeitlich nicht gepasst. Deshalb habe ich gesagt, gut, dann mache ich das hier alleine. Eigentlich war es geplant, dass wir nochmal das Race machen gegeneinander. Aber wie gesagt, dann hat es zeitlich nicht gepasst. Und dann hat er gesagt, gut, komm, mach es alleine weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es so. Drauflaufen, gut getimed abspringen. Okay, probieren wir es doch mal gleich. Wenn ich wieder hinkomme. Ach ja. Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist drauf aufgelegt.
ist darauf ausgelegt, dass man immer wieder den Anfangsteil macht, aber irgendwann wird es auch... Oh, das hat mich sogar echt getötet. Irgendwann auch ein bisschen langweilig, weil jedes Mal muss man einfach hier langlaufen und es ist eher so ein Autopilot-Modus, wo ich mir denke, so eigentlich würde ich gerne dort weitermachen, wo ich gerade stecken geblieben bin und nicht nur den ersten Teil wieder üben. Wie gesagt, das ist sehr Speedrunner-mäßig, aber gut, so ist das halt. Komm. Gut. Ja. Also zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man merkt... Also ich meine, das Spiel gibt ja auch einen goldenen Ritter, wenn man 100 Mal gestorben ist. Also das habe ich letztes Mal erfahren, weil ich 100 Mal gestorben bin. Okay. Schleudergang. okay. Das hat ja gar nicht funktioniert. Na gut. Aber schön, dass der Sprung das gecancelt hat. Hui. Wenn ich mich nicht irre, müssten da jetzt zwei Save Points schon liegen. Vom letzten Mal und das, den ich gerade eben noch freigeschaltet habe. So. Jetzt machen wir es aber nicht riskant. Und von hier schaffen wir es auf jeden Fall rüber. Nein, 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 also wir haben das eigentlich als Race geplant gehabt. Trust no one. Nur hat sich das dann ein bisschen... Oh, okay, der hat... Nein, 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 nicht. Das ist der... Er hat es gegessen! Blödes Spiel. Mann. Nee, das ist jetzt einfach nur daran gedacht, dass wir das eigentlich letztes Mal zu Ende racen wollten. Und dann zu sehen, okay, wer hat jetzt tatsächlich gewonnen, weil letztes Mal war es ja so, wir waren an der gleichen Stelle und... Was nun? Wir haben es nicht mehr weitergeschafft dann anschließend. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen dann beim nächsten Mal weiter und gucken einfach mal, wer das jetzt zu Ende schafft. Und wie gesagt, Hedwig hat sich dann ausgeklinkt, weil es bei ihm zeitlich dann nicht gepasst hat und ich mache da jetzt einfach weiter und versuche das mal heute abzuschließen. Und wenn nicht, dann wird das auch das letzte Mal sein, dass ihr Alter 4 hier seht, zumindest von mir. Ich werde das dann bei mir auf dem Channel wahrscheinlich dann noch zu Ende führen, wenn ich das wirklich nicht heute hinkriege, was sehr traurig wäre, aber das sehen wir dann ja alles noch. Ich meine, der Teil ist wenigstens jetzt so eingegangen, dass es überhaupt kein Problem mehr ist. Es ist nur noch die Frage mit der Mauer und der anschließende Teil. Nein! Ich war zu nah an der Explosion. Okay. Das ist traurig. Na gut. Nein, nein, ich will den Savepunkt doch nicht nehmen. Jetzt hat er ihn doch genommen. Verdammt nochmal. Das war nicht mein Plan gewesen. Ich wollte das sparen fürs nächste Mal. Ah, dieser Save-Slot. Kollision ist ja mal richtig kacke. Und ich habe es einfach noch verschwendet. Naja. Dark Souls wäre auch ein Spiel, das ich irgendwann noch mal immer noch spielen muss. Ich habe es in all den Jahren nie gespielt. Ich weiß nur, ich habe mal das angespielt, habe das erste Bossmonster da getötet, bin in diesen nächsten Hub-Vault gekommen und fand es langweilig und habe es aufgehört zu spielen. Und das war meine Dark Souls-Erfahrung. So. Okay, Fischi, Fischi. Aha, nein. So. Okay, Explosion, diesmal nicht. Okay, sehr gut. Ja, genau. Ich habe Portal 1 gespielt. Ich habe nie Portal 2 durchgespielt. Oh, ich habe hier zwei Saves. Nein, nicht beide essen. Er hat beide gegessen. Warum? Aber ja, Portal 2 steht auch noch auf der Liste.
Das Einzige, was ich gehört habe, was ich auch nochmal austesten müsste, wäre, dass im Multiplayer Portal 2 andere Maps hat und dass der Singleplayer von Portal 2 auch wieder anders ist. Wie gesagt, ist alles auf der Liste, aber es ist nicht so einfach für mich, Zeit zu finden, um irgendwas zu spielen. Naja, irgendwann, wie gesagt. Wenn ich in Rente gehe oder so. So, okay, jetzt habe ich leider zwei Schilde wieder da gegessen, das ist ein bisschen traurig. Aber wenn ich hier das Schild kriege und weiterkomme, dann bin ich auch zufrieden. Der hat meinen Huhn gekillt. Ich glaub's ja nicht. Okay, wir haben es wieder zur Mauer geschafft. So, geht doch. So. Oh, was? Was war das denn? Der hat den Sprung geschafft, aber ist dann einfach runtergeflogen. Okay, es ist unterschiedlich. Ja gut. Ja, das macht es ja auch wieder interessanter, aber macht ja auch Sinn bei Portal. Wenn du zwei Spieler hast und du hast die gleichen Rätsel, dann kannst du ja die quasi umgehen oder speedrunnen in einem gewissen Art und Weise. Wobei das auch interessant sein könnte, aber gut. Das ist ja auch wieder nur Hokuspokus von mir. Wenn es das nicht gibt, dann geht es eh nicht. So. Hey, was war das denn? Ich habe es auf die Plattform geschafft und bin runtergefallen von der Plattform. Na gut. Portal spielt man auch nicht wegen der Story, das stimmt. Das ist ja eher die Mechanik. Wo wir aber von Portal spielen, was? Wo wir von Portal sprechen. Es gibt ja auch dieses den Portal-Shooter jetzt seit kurzem. Der auch richtig gut sein soll. Müsste ich auch irgendwann mal bei Gelegenheit antesten. Weil das hört sich auch nach einem interessanten Spielkonzept an, wenn du Portal quasi als, nicht als Plattformer, sondern als RPS hast. Ah, warum schadet die Kette mir? Was habe ich dir getan, Kette? Warum tust du mir das an? Oh. Sieht jetzt mal so knapp aus. Okay. Oh Mann, ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich auf diese Plattform springen muss. Wuhu! Komm, komm, komm! Oh! Oh! Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, dass diese Säge, dass das Sägeblatt mich da getroffen hat. Komm, komm! Gib mir das Schild! Gib mir doch mein Save! Warum tust du mir das an, Spiel? Was habe ich dir getan? Wieso treffe ich das Ding nicht? Okay. Ich meine, dieser Teil ist nicht schwer, es ist nur... Ja, meine... Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Die Säulen sind weg, das ist ja mal blöd. Ist okay, ich krieg das vielleicht irgendwie hin. Das Schild nenne ich hier, aber... Ich weine gleich. Ich will doch nur den Safe Point da haben, ich will nicht nochmal die Mauer machen. Ja, es ist echt weg. Ich glaub's ja nicht. Komm mal, gib mir wenigstens den Save-Punkt. Warum kriege ich das nicht gebacken? Das gibt's doch nicht. Ah, Mann. Okay. Kann ich auf das Ding da springen? Ich versuch's jetzt, ist mir egal. Oh, es geht. Cool. Okay, genau, dann kann man da jetzt rüber. Und da gibt es halt... Och, komm on, steh auf. Steh doch auf, willst du mich verarschen? Auf einmal heißt es, oh nein, du bist von zu hohem Felde runtergefallen. Stirb. Ach. Okay, dann gehe ich dann diesmal rum. Ich weiß zwar, dass ich auf diesem Silo springen kann, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich vom Silo runterfliege und dann sterbe. Ich habe zwei Save Points nicht gekriegt. Das ist traurig. Ich meine,
Es wäre okay gewesen, hätte ich die wenigstens angeschossen und dann nicht erhalten. Dann könnte ich da wenigstens die wieder einsammeln fürs nächste Mal. Nein, die sind einfach weggeflogen. Ich habe es nicht hingekriegt. Es ist wieder so ein Replay vom ersten Teil. Ah. Wenigstens habe ich noch den hier. Wieso war das jetzt nicht genug? Hallo? Ja, ey, okay. Manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal ist der Sprung hoch genug und andere Male passt es dann doch nicht. Liegt es daran, dass ich an der Kante abspringe und deshalb das anders registriert wird? Weil er macht einen extra Hüpfer normalerweise, wenn du an der Kante stehst. Dann sieht man auch diese schöne Wolke, die dann auftaucht. Ha, ich weiß nicht, ob es echt daran liegt. Das wäre natürlich gut zu wissen. Ob es jetzt wirklich einen Unterschied macht, keine Ahnung. Vielleicht sage ich mir auch einfach irgendwas aus dem Finger. So. Okay, anscheinend. Ich weiß es nicht. Egal. Zumindest kann ich das... Boah, das sah mehr als nur knapp aus. So. Das war auch wieder knapp. So. Warum sieht das so aus? Uiuiui. Als könnte man einfach drauflaufen, aber das ist mir zu riskant, das jetzt auszuprobieren. Okay. Schleuder mich! Was? Nein, nicht so weit schleudern! Okay, nochmal von vorne. Ja. Okay, nächste Musik. Ach ja. Schade. Und ich habe die alten Schilder auch alle aufgegessen. Okay. And another one. Hui. Ich bin in der Luft gestorben. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert in diesem Spiel. Aber manchmal steht man in der Luft. Und manchmal, wenn man nur genug Schaden hat. Und andere Male kann man es locker flockig überleben. Muss ich es verstehen? Nö. Ey! Endlich mal ein Savepoint, den ich wirklich schaffe anzuschießen. Boah. So, versuchen wir es doch nochmal. Oh! 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 Ah! Bleib da, bleib da. Ja. Geil, okay. Ey, wir haben den Skip gefunden. Ich muss den blöden Anfangsteil nicht mehr so oft machen. Boah, warte, wie... Hätte ich es bis da hinten hingeschafft? Ich weiß es nicht. Aber geil. Ja, es hat geklappt. Einfach nur drauflaufen und dann im richtigen Moment springen. Es ist, wie du gesagt hast. Nicht draufspringen und dann versuchen zu springen, sondern einfach drauflaufen und dann springen. Ja, witzig. Ah, geil. Ja, hey, jetzt können wir den ersten Anfangsteil wenigstens schneller machen. Jetzt bräuchte ich quasi nur einen Skip, dass ich direkt von hier zur Mauer komme, irgendwie, irgendwo. Was wahrscheinlich eher unmöglich ist. Aber zumindest muss ich den Anfangsteil jetzt nicht mehr so oft dann machen. Hoffe ich. Wer weiß, vielleicht war das auch nur ein Lucky Shot. Kann ja auch sein. Du kannst es bis zu den Fischen hierhin schaffen. Das sah auch so danach aus. Ich war mir nur nicht sicher und dachte mir so, nee, ich riskiere es jetzt nicht. Und gehe jetzt einfach mal hier rüber. Aber super. Und es ist auch schön, dass meine Leiche immer schön zeigt, wo die Säule rauskommt, weil ich da es auf die Säule geschafft habe, aber runtergeflogen bin und gestorben bin.
Okay. Hallo Mauer, mein guter Freund. Hier sehen wir uns wieder. Es sieht jetzt mal aus, also ich weiß, dass ich beim letzten Mal auch von der Tür gestorben bin. Weil die sich geöffnet hat, aber mich dann trotzdem getötet hat. Keine Ahnung, woran das liegt, aber gut. Laufe, Herr Ritter. Dann versuchen wir gleich nochmal den Save Point hier zu holen. Dann haben wir es eigentlich wieder wie vorhin geschafft. Uiuiui. Okay, es hat doch geklappt. Jawohl, guckt euch das mal an. Das war doch mal schnell. Das war doch mal zackig. Ah. So. Okay, ich hab's auf die Säule geschafft, aber irgendwie nicht. Sah auch merkwürdig aus. Aber gut. Das ist was anderes. So. Er hat meinen Sprung gegessen. Ist einfach runtergefallen. Geht doch. So. Komm, mein Schleuderbrett. Och, nö. Ah, warum? Ja, okay, ich hätte vielleicht einfach noch einen Schwung abwarten sollen. Weil ich habe gedacht, dass es ausreichen wird. Naja. Warum springst du runter? One more time. Huf, huf. So. Ja, geht doch. Okay. So, hier rüber. Ah! Das sah viel riskanter aus, als es eigentlich sein sollte. Oh, ja, das auch. Was? Okay. Macht nichts. Wir haben überlebt, das ist mir wichtiger. Und wir haben unseren Safe-Slot noch nicht verschwendet. Den würde ich gerne erst im nächsten Bereich verschwenden, nicht hier. Das wäre ein bisschen traurig. So wie gerade eben, wo ich einfach mal runtergeschleudert worden bin. Okay, warum bleibst du nicht einfach auf der Säule? Und warum hast du diesen Hopser da? Geht doch. Ah. Ja, ich hätte es auch lockerer angehen können, aber... Andererseits habe ich mir gerade gedacht, was soll's. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos. So. Und wieder. Alle hopp. So, geht doch. Was? Was? Okay. Ich hinterfrage es einfach nicht. Ich habe überlebt. Das ist mir wichtiger. Ja, das hat nicht... Hat nicht funktioniert. Das habe ich auch gesehen. Woran wusste ich es? Weil diese kleine Wolke nicht da war beim Sprung. Die kommt immer nur, wenn man an der Kante abspringt. Warum auch immer. Da. Geht doch. Das war ein bisschen knapp, glaube ich. Zumindestens, weiß ich nicht. Hä? Hast du gerade den Sprung hier geschafft? Hallo? Spring doch drauf. Warum geht's jetzt auf einmal nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Ist egal. So.
Schön geschleudert, aber nicht gesprungen. Ah, das ist doch nicht mal schwer. So. Ja, jetzt bleibe ich ein bisschen geduldiger. So, 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 so. Okay, gut. Einmal wieder drauf. So, ey. Warum? Ich habe sogar noch erkannt, dass es nicht weit genug war. Aber wieso war es denn nicht weit genug? Der Sprung... Ich verstehe es nicht. Warum? Hey, Tarigan. Vielen Dank für den Sub. Und sei willkommen. Was geht? Ich leide ein bisschen mit Alter 4. Ah, leiden ist übertrieben. Mir macht's Spaß. Vielleicht bin ich einfach nur ein Masochist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, danke nochmal für den Sub. So. Ja, geht doch. Warum nicht gerade eben? Ach ja. Ah, das war ein bisschen riskant, aber es hat funktioniert. Sieht jetzt mal so knapp aus. Je nachdem, wie der Winkel der Kamera ist. Ei! Nein! Nein, 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 nein. Mein Save Point. Ich habe ihn für diese Mauer verschwendet. Das wollte ich nicht. Ah, und das nur, weil ich ein bisschen zu früh gesprungen bin. Ich habe gedacht, dass es noch passt. Naja, falsch gedacht. Ach. Und so beginnt es erneut, das Hochklettern an der Mauer. Naja. Ja, guck. Ich verstehe nur den Sprung nicht manchmal. Das ist das Einzige, was mich stört, ehrlich gesagt. So. Genauso wie hier. Warum funktioniert es mal nicht? Hm. Naja. Sei es drum. Ah, ah, ja, geht doch. Und meine Kleine schreit. Super. Das war viel zu früh. Das habe ich selber sogar gesehen. Hat einen Sprung gemacht. Nur nach unten. Dieses Schwert da. Ich weiß nicht, das hat mich bisher noch nicht getroffen, bevor ich sie jinxe und dann beim nächsten Mal getroffen werde, aber... Oh, ernsthaft? Oh. Ich will doch nur nicht stecken hier. Ich will doch nicht hier stecken. Schöner Rückwärtssprung. Warum? Hä? Ich verstehe das nicht. Lag es jetzt daran, dass ich mit dem Rücken in die Schleuderrichtung geguckt habe? Oder warum hat auf einmal die Geschwindigkeit nicht gepasst? Aber der Sprung. Das gibt's doch nicht. Jetzt verliere ich alle meine Leben und meine Versuche hier, nur weil ich... die einfacheren Sachen nicht hinkriege. Das gibt's doch nicht. Da, ja, ja. So. Jetzt gucken wir aber in die Sprungrichtung, dann sollte es aber klappen. Na. Bitte springen. Danke.
So. Geht doch. Was? Was war das denn? Ah, will das Spiel mich gerade extrem trollen. Ich stecke jetzt seit 10 Minuten nur an dem Anfangsteil fest. Dabei waren wir doch schon weiter. Warum bist du jetzt da runtergesprungen? Du warst doch schon drauf. Naja. So. Jetzt bitte aber. Ich will mal weiterkommen. Ich will nicht mehr hier stecken bleiben. Wir waren doch sogar weiter. Ach Mann. Warum kriege ich jetzt mein eigenes Timing nicht mehr hin? Es ist doch nicht so schwer. Ah. Geht doch. Warum passt das auf einmal nicht mehr? Und was macht mein Ritter da? Er schafft es drauf. Und dann fliegt er runter, weil er an der Kante hängen bleibt. Ah. Bin ich vielleicht zu ungeduldig gerade in diesem Moment, dass ich es versuche schnell zu machen? Ich weiß nicht. Ach. So, danke. Der Teil ist hier einfacher als der andere. Ah, Mann, Mann. So. Ich warte jetzt noch einmal. Wir spielen das jetzt auf Nummer sicher hier. So, geht doch. Blöderweise habe ich schon mein Save verloren hier. Das ist ja das, was mich gerade so ein bisschen stört. Warum hat die Höhe jetzt auf einmal nicht gereicht? Was zur... Was habe ich denn anders gemacht? Aber ich habe überlebt. Ich verstehe es nicht. Das hat doch vorhin die ganze Zeit funktioniert. Was tue ich denn anders? Oder das Spiel sagt, nein, übe nochmal den ersten Part. Ich meine, ich bin trotzdem froh. Wir haben es überlebt. Dann muss ich das wieder machen, aber ich habe meinen Save Point noch nicht verschwendet. Also mein jetziges Leben, meine ich. Mein Save Point ist leider schon weg. Habe ich jetzt nicht richtig geguckt oder bin ich... Ja. Bin einfach dran vorbeigesprungen anscheinend. Geht doch. So. So. Schön mit dem Schwung. Uiuiui. Zu viel Schwung. Aber mit Schwung. Okay. Komm. Super. Spring hier rüber. Gut. Läuft doch. Was? Was? Warum habe ich da Schaden gekriegt? Nein, bleib da stehen. Okay, gut.
Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf einmal gab's Schaden. Dabei bin ich doch nur draufgesprungen. Na gut. Okay, der böse Teil. Weg mit dir. So. Okay. Ah. Jetzt aber. Schleuder mich! Ja, okay, geht doch. Oh, Mann. Wie muss ich das Ding denn anschießen, bitte? Von da hinten. Warum spiel... Okay. Ah. Immerhin haben wir jetzt erstmal... Was war das denn für ein Schuss? Der war ja ganz anders als vorhin. Ah, jetzt haben wir das erste Lieder. Okay, wir haben sogar alle Sounds durchgespielt. Und nochmal alles von vorne. Yay. Ich meine, das von vorne finde ich gar nicht so schlimm. Mich stört nur, dass ich den Save Point da jedes Mal nicht hinkriege. Naja. Ich meine, wenn jetzt alles gut klappt und mit dem Schleudern auch, sollten wir auch gleich wieder bei der Mauer sein. Oh, freue ich mich auf die Mauer. Es ist ja nicht so, als hätte ich das jetzt nicht die ganze Zeit schon gemacht. Okay, auf geht's. Das, so war das nicht gedacht. Warte, das will ich... Ah. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Na, ah, verdammt. Schade. Aber ich versuch's trotzdem. Damit sparen wir uns trotzdem einiges. Wenn es klappt. Wow! Okay, das ist sehr schön an Höhe, aber das ist nicht gut an Geschwindigkeit. Ritter. Was? Warum? Die Höhe war in Ordnung. Das verstehe ich manchmal nicht. Die Höhe war in Ordnung und auf einmal heißt es, nope, du brichst dir die Beine und stirbst. Ich meine, hey, das machen wir auch doch im richtigen Leben so. Ohne Probleme. Okay. Ich meine, immerhin kriegen wir das Schleudern besser hin. So, jetzt haben wir zwei Versuche wieder. Gucken wir mal, ob es klappt. Schön, dass ich jetzt hier auch eine Strategie gefunden habe. Oh, 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 oh. Fische. Oh. Oh. Wie geil ist das denn? Ja, Mann. Okay, wir sind ja gleich schon beim Tetris dann. Oh, geil. Okay, das macht mich sehr glücklich. So, komm. Jetzt gib mir den Save Point. Okay, super. Jawohl. Jetzt müssen wir nur die Mauer immer besser hinkriegen. Und dann ist eigentlich, glaube ich, alles im Lot. So. Ah, super, super, super. Freue ich mich gerade. Okay. Also ich freue mich nicht, nochmal die Mauer hoch zu erklimmen. Weil ich das jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Nein! Okay. Springen wurde gefressen. Das ist nicht cool. So, jetzt aber. Aber komm. Wenn wir jetzt zur Mauer hinkommen, dann passt es. Wobei, ich glaube, es ist überhaupt kein Problem. Mit dieser Schleudertechnik kommen wir ja recht schnell wieder hin. Das einzige Problem ist nur, dass wir im Nachhinein die anderen Save Points nicht hinkriegen. Das ist das, was mich stört.
Und, ich weiß nicht, wie ich das da holen soll. Oder wie ich da schießen muss, damit ich den oberen Teil an der Mauer wenigstens kriege. Dann wäre ich schon glücklich, wenn ich nicht von unten nochmal alles hoch erklimmen muss. Den zweiten Teil haben, den zweiten Save Point haben wir ja schon gekriegt. Das ist nicht das Ding. Nur schade, dass da auf einmal meine Leiter fehlt. Die hätte ich gerne wieder. Nein! Nein! Ich wurde weggeschleudert. Ach Mist! Ey, guck mal, da war auch noch der Save Point. Den sah man noch gerade eben. Na gut. Aber ich meine, hey, Schleudertechnik bringt uns gleich wieder hin. Also alles okay. Was? Okay. Schöner Schlag out of bounds. Ich meine, hey, jetzt habe ich einen extra Save Point da. Falls er noch da ist. Ja doch, der ist noch da. Schwupp. Habe ich wenigstens für diesen Teil welche gefahren. Auch wenn es nicht wirklich was bringt. Wobei, jetzt kann ich ein paar Mal mehr schleudern, falls es nicht klappen sollte. Okay, gut. Junge, das gibt mir immer Gänsehaut. Oh nein, es reicht nicht aus. Na. Oh. Oh. Es hat ausgereicht. Oh, wie geil. Okay, super. Super, 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 super. Die Strats. Junge, 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 Junge. Ja, okay, jetzt schießt er da drüber. Warum? Was war das denn? Er ist nicht da stecken geblieben, der ist da einfach drumherum gesprungen. Och, ernsthaft? Jetzt habe ich meinen Save Point dafür verschwendet. Mann. Na gut. Ui, 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 ui. Geht doch. Ja, und so schrägen, dann noch zu rutschen, ist nicht cool. Schön Schweine. Okay. So. Ich gehe direkt in First-Person-Mode. Oh. Nein. Okay, doch. Hatte Spaß, während er wahnsinnig wurde, ja. Ich meine, ich habe das ja schon letztes Mal erwähnt, als wir mit Hedwig das Race gemacht haben. Ich mag solche Art von Spielen eigentlich. So genauso wie die Boshi Game, I Wanna Be The Guy Games, die Fan Games. Ich fand das halt eigentlich sehr entspannt und finde es halt nicht so, wo ich sage, warum regen sich die Leute auf? So klar, ich habe mich auch ein bisschen jetzt aufgeregt, aber auf eine andere Art und Weise, wo ich mir denke, ja gut, ist dumm gelaufen, dann geht's nochmal von vorne. Aber es ist halt, bei den Fangames ist es wenigstens so, okay, das ist dein eigener Fehler. Hier ist es so, die Engine. Es ist alles auf die Engine geblamed. Also von daher, was soll's. Sowohl das Gute als auch das Schlechte.
Also, dass ich das da irgendwie überlebt habe bei den Fischen, Engine schuld. Aber hey, was soll's? Ah. Ah, da hat der Schwung gefehlt. Und da war auf einmal Schwung. Ja, und stell dich vor, man macht diesen ganzen Parcours nur wegen diesem Huhn. Oder dem Ei, das man da gefunden hat. Ich meine, immerhin hat das Game eine Story. Okay, ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal der Schwung nicht ausreichend war. Das Game hat eine Story. Ja. Wir wollen das Huhn irgendwo hinbringen. Mehr weiß ich auch nicht. Okay, warum fehlt auf einmal der Schwung? Das hat doch gerade eben die ganze Zeit geklappt. Nimm das. Noch ein Schritt, ja. Das hat gerade eben auch nicht funktioniert. Aber ja, komm, machen wir es. Ja, genau, das hat... Klappt irgendwie noch schlechter. Warum auch? Schöner Schleuderrückgang. Genau. Das Huhn ist an mir angeheftet und kommt jetzt mit mir mit auf den Spaziergang. Das ist die Story. Jetzt hat's geklappt. Ich verstehe nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Vielleicht war es wirklich dadurch, dass ich ein bisschen mehr gelaufen bin. Aber gut, sei es drum. Wir haben immerhin immer noch den Safe-Slot hier. Jetzt müssen wir nur weiterkommen. So. Ich will gerne das ausprobieren mit dem einfach drauflaufen, aber ich habe viel zu viel Angst, dass das nicht klappt. Oh. Okay. Wie soll man dieses Ding da treffen? Ernsthaft? Ich bin... Ihr könnt mir gerne sagen, wie man dieses Schild hier treffen soll, weil langsam verstehe ich die Welt nicht mehr. Wie soll man das von dort hinten... Oder muss ich irgendwie einen Geheimweg da gehen, damit das irgendwie getriggert wird? Oder keine Ahnung. Ach ja. Oh, die gehen sogar wieder, die stehen wieder auf. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die bleiben dann liegen, weil die sich gegenseitig ausgenockt haben. Mit einer schönen Umarmung. So, komm, den aber. Halleluja. Jetzt muss ich den nur erreichen. Da verliere ich zwar meinen Save-File an der Mauer,
Oh, will ich das? Ja. Warum nicht? Dann habe ich zwar... egal. Dann mache ich nochmal von hier den ganzen Tag. Nein, 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 bleib hier. Oh. Weiter hinten? Ja, aber so weit kommen die Hühner auch nicht. Das ist das andere Problem. Naja, sei es drum. Also. Was? Nein! Okay. Tot. Springen, während du wirfst. Ja, das funktioniert auch nicht immer. Aber gut, versuche ich dann beim nächsten Versuch. Aha. Komm, diesen Teil habe ich letztes Mal in einem Durchzug geschafft. Jetzt kriege ich das aber gar nicht hin. Bum, 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 bum. Ja, geht doch. So. Springen. Ja, wie soll man den da treffen? Oh. In dem Moment, wo ich mich beschwert habe. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern. War hier noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Genau, so weit war ich. Na, bis da hinten fast. Okay, ich kann jetzt hier einfach hochgehen und den Save Point holen. Ach, der ist da unten. Ich dachte, du musst da hoch. Gib mir den Save Point. Ja! Ich habe den noch nie gehabt. Guck mal, da ist das Anfang. Da ist der Anfang. So. Und da ist ein Pferd. Kann ich das abwerfen? Nein, das ist zu weg. Egal. Zu weit weg. Don't go. Okay. Ich folge dem Pfeil. Oh, Junge, Junge, Junge. Ah, nein. Oh, okay, man überlebt das hier. Oh, Gott sei Dank. Ah, da wird irgendwas geschossen. Da komme ich in circa 5 Minuten. Ja. Ah, da sind wir gleich wieder. Alles gut. Oh. Okay, ich weiß aber, interessant, warum bin ich denn das letzte Mal dann hier gestorben, als ich runtergefallen bin? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Okay, jetzt dreht sich das nicht schneller. Liegt es an der... Ah, ich glaube, je nachdem, auf welche Plattform man springt, dreht sich das schneller oder langsamer. Ah, cool. Ja, es ist so. Das Ding hat einen Trigger. Verstehe. Dann machen wir es doch auf die einfache Art und Weise. An die Kanonen kann ich mich noch... An die Kanonen kann ich mich auch noch erinnern. Oh, oh, Save Point, Save Point, Save Point. Okay. Nein! Oh, ich hoffe, dass es da kein Death Trigger ist. Oh nein. Okay, es ist kein Death Trigger. Komme ich aber hoch. Oh, ich krieg hier einen Herzinfarkt. 10 Minuten. Wobei. Oh, ich bin gerade zwiegespalten. Soll ich das eigentlich nutzen? Oder soll ich das fürs nächste Mal aufbeheben? Weiß ich hier irgendwas. Oh Gott, was ist das denn? Nein, wir nutzen den Save Point. Okay. Ah, okay. Okay, ich glaube hier. Oh nein, da kann ich nicht stehen. Oh, jojojojo. Wie habe ich das denn jetzt überlebt? Nein, ich überlebe das doch. Nein. Ich bleib stehen. Ich konnte nicht mehr mich bewegen. Ich bin stecken geblieben. Na super. Danke dir, Spiel. Ah, verdammt. Ja, das ist natürlich bitter. Dabei habe ich eigentlich gedacht, dass ich so eine. Oh nein, ernsthaft? Da ist ein Death Trigger. Okay, hey, wir sind wieder am Anfang. In diesem Gebiet wäre einfach komplett über den Boden zu laufen, ja. Ich meine, wenn jetzt alles gut klappt, sind wir gleich wieder bei der Mauer. Da kann ich jetzt die Mauer überspringen. Alles andere ist kein Problem, aber diese Vertikale hochzugehen ist das Einzige, was mich jetzt stört. Come on. Bye.
War da nicht ein zweites Schild? Habe ich das gerade runtergeschossen? Egal. Okay. Ja, das war nicht klug. Ich habe überlebt. Nevermind. Ich habe überlebt. Nicht. Okay. Ja, die Höhe ist gut, aber ich hab... Ah, das wird nichts. Shit. Naja. Blub, blub, blub. Ist okay. Das ist ja nicht so weit vom Anfang. Okay, nächster Song. Ne, den wollte ich nicht. Will den anderen. Ja. Das war sehr riskant. Aber es hat funktioniert. So. Das wollte ich nicht. Och, come on. So, geht doch. Okay. Oh, das sieht gut aus. Oh, komm. Nein! Nicht schon wieder! No! Okay. Ich meine, ich könnte es safe spielen und einfach mich auf die linke Seite rüberschleudern. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Wobei das gerade eben ja auch mit den Fischen... Oh, come on. Ganz gut geklappt hat. Versuchen wir es nochmal. Oh, das war keine gute Höhe. Aber ein guter Schleudergang. Na gut. Ich meine, wie gesagt, das ist ja nicht so weit von hier. Das ist noch alles in Ordnung. So. Gut, dass der Anfang sich so eingespielt hat, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber irgendwie traurig. Ich meine, wobei, man muss sagen, in diesen 2 Stunden ist man weitergekommen als davor. Und ich muss auch sagen, dass ich beim letzten Mal viel mehr geschwächelt habe als jetzt. Von daher bin ich schon sehr zufrieden. Wow. Oh, ich komme vielleicht zu den Fischen? Nein, ich will es nicht riskieren. Wir riskieren es nicht. Never mind, I guess. Monsieur Ritter hat sich entschieden zu sterben. So, jetzt. Das sieht aber gut aus. Ja, das ist auf jeden Fall drin. Plopp. Geht doch. Okay. Dun, 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 dun. Ja, komm. Ja, jetzt warten wir. Ah, mein Lieblingsteil. Oder zumindest gleich. Ah, wollen wir erstmal nicht zu voreilig sein. Erstmal Tetris. Das ist auch nicht wirklich Tetris. Human Tetris. Ja. Ja, genau das habe ich mir gedacht. War zu voreilig. Blub, blub, blub. Ah, jetzt will ich doch nicht an solchen Sachen sterben.
Wir haben gleich Ritter Nummer 50 erreicht. Ich meine, hey, es sind 50 weniger Versuche als letztes Mal und ich bin viel, viel weiter gekommen. Ich glaube, 123 Ritter hatte ich. Was war das denn? Warum bist du nicht gesprungen? Was? Yep. Da sind wir doch nicht an der Mauer. Dann nochmal das Schleudern üben, glaube ich. So. Oh, ist das gut genug? Oh, nee. Leider nicht. Leider nicht. Sei gegrüßt, Magorus. Was geht? Alles gut bei dir? Hopp. Na, na, wir machen das hier. Okay. Damit kann ich leben. Es ist nicht so weit weg. Ich muss nur ein bisschen hier springen und dann rüberlaufen. Das ist auch kein Problem. Oh, ich könnte die Plattform wahrscheinlich auch nutzen, um mich rüber zu schleudern. Will ich das wirklich riskieren? Ja. Noch am Fragen, so will ich das riskieren? Und ja, er macht es. Und es hat funktioniert. Auf irgendeine Art und Weise. Okay. Ich habe meine Speedstrats gefunden. Meine riskanten Strats, aber damit kann ich leben. So. Okay. So. Na, ich habe sogar noch an Höhe gewonnen, dadurch, dass die Plattform nach oben ging. Ja, sehr cool. So, jetzt gibt's doch nicht. Eigentlich ist das doch kein Problem. Warum scheitere ich jetzt an den einfachen Sprüngen am Anfang? Das ist traurig. An der Mauer darf ich scheitern, aber nicht hier. Wir haben diesen Teil jetzt zu oft gemacht. Geht doch. Meine Güte. Mal frei. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, ich habe meinen Spaß mit dem Spiel. So ist es nicht. Ich bin nur an dieser Mauer die ganze Zeit hängen geblieben und möchte eigentlich den nächsten Teil machen. Weil die Mauer macht nicht so viel Spaß mehr. Ernsthaft? Ah, ich habe sogar noch den Safe-Slot. Cool. Ich hätte vielleicht einfach schießen sollen. Dann hätte ich vielleicht noch einen extra Safe-Slot für später gehabt. Na gut. Ist aber kein Problem. Wie gesagt, der Teil mit der Mauer ist der einzige, der mich jetzt noch stört. Ich will gerne den Teil danach weitermachen, weil der ist nicht so hart. Und da haben wir gerade gesehen, da kamen wir auch eigentlich recht weit. Nur, dass ich einmal in Geometrie stecken geblieben bin, was dann zu meinem Tod geführt hat. Und dann einen Death Trigger außerhalb, der mich dann auch gekillt hat. Leider. Naja. So, jetzt aber. Das Dumme ist, ich habe diese Szene eigentlich immer im First-Person-Mode gemacht und jetzt gerade eben nicht. Vielleicht muss ich das einfach wieder machen. Das hat ja funktioniert anscheinend. First-Person-Mode, einfach drauf schießen und irgendwie komme ich rüber. Dann machen wir das doch genauso wieder. Ja, guck. Das war der Trick. Ach ja, mein Favorit. Das Hochklettern mal wieder. Also, es macht Spaß, dieses Hochklettern. Aber nicht, wenn man dann jedes Mal runterfällt. Aufgrund von Kleinigkeiten oder dummen Fehlern. Oder auch, wenn das Schleudern nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so lange stecken bleibe, wie die letzten paar Male. Aber das sehen wir jetzt gleich. So.
Das sah jetzt zum Beispiel jetzt auch wieder recht knapp aus. Im Vergleich zu vorhin. Ah, ich hätte das noch schaffen können. Das war ein bisschen früh, aber gut. Es hat funktioniert. Also wenn der Gang jetzt hier klappt. Ja, jetzt muss ich immer noch rausfinden, wie ich diesen Save Point gleich da anhitte, treffe, wie auch immer. Wuhu! Wuhu! So, okay. Ich glaub's ja nicht. Ich krieg diesen Save Point einfach nicht. Aber hey, wir sind schnell, recht schnell hier an diesem Teil vorbeigekommen. Das ist schon mal gut. Ach, Mann. Kommen Sie, Monsieur. Geben Sie sich eine Umarmung. Und lassen Sie mich in Ruhe. Danke. Das sah knapp aus. Plopp. Aber das ist auch recht einfach, wenn man weiß, dass die in so einem Bogen fliegen und dann auf die letzte Position gehen, wo man vorhin stand. Und auch das jetzt, komm. Gib mir den. Ah, oh, es hat geklappt. Halleluja. So. Jetzt will ich zwar wieder den Save Point an der Mauer, aber das ist mir sowas von egal gerade. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich den nächsten kriege. Wobei das auch ein richtiger Snipe ist. Muss ich dann auch wieder aufpassen. Oh nein. Oh, der Fisch hat mich nicht getötet. Okay, kann ich mitleben. Na toll, jetzt bin ich einmal ausgerutscht und das war's, ja. Wie will ich mich denn von hier retten? Kann ich nicht. Scheiße. Ach, guck mal, der Fisch ist auch sogar weg. Der Term im Chat mit schlechten Kommentaren zu nerven. Ach Quatsch. Wir haben alle hier viel Spaß. Ich vor allem. So, okay. Bam! Jetzt stirbt er nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn er wieder jetzt irgendwie so eine Out-of-Bounds-Geschichte passiert und er dann stirbt, dann wäre ich wütend. Aber es hat funktioniert. Ah. Guck, geht doch. Sogar recht schnell an der Mauer vorbei. Seht ihr das da hinten? Da werden wir gleich wieder starten. Ich hoffe nicht, aber das würde passieren, falls wir wieder sterben sollten. Und so, und das Gute ist, wir wissen jetzt, wie die Trigger hier funktionieren. Das macht diesen ganzen Bereich ein bisschen einfacher. Wobei ich nicht weiß, wo diese, ja, Kanonenkugel kommen. Und warum da Kanonenkugel kommen. Sehr nicht. Ja, siehst du, du nervst nur ein bisschen. Nein, ist alles gut. Ich freue mich, dass Leute hier zugucken, wie ich am Leiden bin. Auch wenn das jetzt nicht der übliche Content ist, den wir hier präsentieren. Wow, das war ganz schön knapp. Wo wird geschossen? Ach, da, aus diesen komischen Löchern wird geschossen. Oh, kann ich von hier rüberspringen? Das sieht sehr danach aus, aber... Ui! Och, nö. Jetzt hat mich die Kugel getroffen. Ja, aber ich habe mit weniger gerechnet. An Leuten, die hier sind. Okay, ich glaube, ich probiere das einfach mal und versuche, da rüber zu springen. Gibt es einen anderen Weg, wie ich darüber kann? Kann ich da auf diese Mauer? Oh, will ich das jetzt ausprobieren? Was soll passieren? YOLO! Oh, 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 man kann hier wirklich stehen! Speedrunner! Okay. Vielleicht nutzen nicht meine Beine? Ah, das gefällt mir doch. Ey, das ist doch eine Verarsche. Ist okay. Wir wissen, dass wir jetzt da einen kleinen
Shortcut nehmen kann. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt muss ich echt einmal im Kreis gehen. Ich habe nur Angst, dass da irgendwo eine Falle ist. Es sind auf einmal Spikes aus dem Nix kommen. Don't go, ja. Ich weiß, wie die Leute sind. Kommt nach dem Unterhaltungsranking nach Speedruns. Fair enough, fair enough. Ja, wie gesagt, ich leide ja nicht so wirklich. Ich habe meinen Spaß mit dem Spiel. Ich finde sowas immer interessant und cool. Das Einzige, wo ich das uncool finde, ist das, wenn es nur aus Fallen besteht. Tut das hier auch, klar. Aber es ist noch recht in Ordnung. Nur das mit den Save Points wäre natürlich cooler gewesen, aber... Bip, bip, bip. Hm, wie mache ich den? Ah, ich kann meine eigene Plattform beschleunigen, dann ist das einfach. Was meinst du mit nach? Hm. Hm. Ich habe mich selbst verwirrt. Gratuliere. Ui, nein, 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 nein. Och, Mann. Schade. Na gut. Oh, guck mal. Man kann durch die durchgucken. Ja, wir nehmen die langsam. Ja, ich finde es schon schön, dass wir... Oh, oh. Das war eigentlich nicht so geplant, aber gut, es hat funktioniert. Ja, geht doch. Nein! Stirb nicht. Wehe, du stirbst. Steh auf, Ritter. Ritter? Nein, nein. Steh auf. Oh. Junge. Uiuiui. So, jetzt verstehe ich's. Hey, das Schießen hat aufgehört. Ich habe also irgendeinen Trigger getroffen. Ha! Nein! Hier ist eine Death Plane. Och, Menno. Hey, es geht wieder von vorne los. Das war jetzt Bullshit. Aber gut. So ist das nun mal. Ich habe leider noch 8 Minuten. Aber mal gucken, wie weit wir jetzt in diesen 8 Minuten kommen. Ich meine, die Mauer ging doch jetzt relativ fix im Vergleich zu vorhin. Das ist schon mal gut zu sehen. Ja. Genau. Heinki, bist du das? Heinki? Heinki! Sei gegrüßt, Hunter. Was geht? Alles gut bei dir? Ich bin während des Sterbescreens nach vorne gelaufen und hab das nicht mitgekriegt. Sehr schön. So kann man auch seinen Save Point verlieren. Bei dir geht's fit? Das ist doch gut zu hören. Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe direkt nach der Arbeit angefangen, hier dieses Spiel zu streamen und... Ich bin leider enttäuscht, dass ich es doch nicht durchschaffe. Also eigentlich habe ich damit gerechnet, aber... Ja. Ah, ich weiß ja nicht mal, wie viel noch fehlt. Aber eins weiß ich auf jeden Fall. Ich werde das entweder bei mir dann noch Streams spielen oder offline. Aber ich spiele es noch durch. Wie gesagt, ich find's cool. Mir gefällt das Spiel. Ah, der Schleuder. Nope. Noch circa ein halbes Jahr. Oh, really? You don't say. Ja, aber eigentlich im Allgemeinen. Wie weit war ich denn jetzt? Vom Ende entfernt ist jetzt die gute Frage. Wow. Das würde mich wirklich noch interessieren. Oh. Ja, nee, ich mach den Schleudergang bis hierhin. What? Nein, er ist nicht stecken geblieben. Sieht mega witzig aus. Es macht Spaß. Wie gesagt, mir gefällt es.
Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist halt wirklich das mit den Save Points. Weil, ich meine, klar, das Spiel basiert darauf, aber wenn man nach einer gewissen Zeit null gestorben ist, hätte man das sagen können, okay, jetzt ist es permanent. Oder in den Optionen, falls dann jemand sagt, hey, ich will das Spiel jetzt durchspielen, wie auch immer, blablablub. Aber andererseits verstehe ich natürlich die Challenge, dass, ich meine, es gibt einen Grund, warum das Spiel Alter 4 heißt. Soll den Leuten auf die Nerven gehen, dass die dann aufgeben oder keine Lust drauf haben, aber andererseits, der Director, ja. Andererseits will ich jetzt eigentlich nur ab dem Punkt weitermachen, wo ich schon war. Ah. Blub. Zwei Stellen haben mir noch gefehlt. Okay, das ist doch gut zu wissen. Ja, diese Raketenstelle war eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe nur die ganze Zeit damit gerechnet, dass alles drunter so ein Death-Trigger ist. Also wie in einem späteren Bereich, weil ich erinnere mich, dass ich da gestorben bin, aber das liegt wahrscheinlich an dem Schaden, den ich hatte. Oh, ich hätte es wahrscheinlich auch zu den Fischen geschafft, aber... Nein! Nein! Warum? Ich schaffe es so weit und dann sagt der Spieler, nö! Wir rutschen hier immer runter. Angaben ohne Gewehr, ja, ist okay. Ja, ich glaube, das Spiel kam auch 2021 raus. Aber ich weiß nicht wann. Vielleicht im Februar? Ich habe ehrlich gesagt nichts von dem Spiel mitgekriegt. Ich habe nur davon gehört, als mir Hedwig davon erzählt hat. Und ich habe es mir angeguckt, also kurz einen Trailer angeguckt und dachte mir, ey, das sieht super aus. Ich mache mit. Ist noch nicht so alt. Okay. Schau mal eben. Okay, mach das. Oh, ich habe die Höhe, aber ich habe nicht die Schleuderkraft nach vorne. Okay. Come on. Ritter, sei gut. Ja, nein, nein, nein. Das war's. Ja, du hast 4 oder 5 Songs und du kannst die auswählen, indem du ein Huhn auf den Sänger wirfst. 19. Februar, guck mal. Das ist 3 Tage nach der Geburt meiner Tochter. Deshalb habe ich nichts davon mitgekriegt. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Oh, das sieht ehrlich gesagt gut aus. Oh, das sieht echt gut aus. Oh. Komm, come on. No. Halbes Jahr. Ja, okay. Hier, bitteschön. Wechsel einmal die Musik für dich. Ah, das gefällt mir nicht. Ja, das ist cool. Das Lied gefällt mir. Für die letzten 2,5, 3 Minuten. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich es doch nicht hingekriegt habe. Wobei wir ja eigentlich nur hauptsächlich jetzt am Ende an der Mauer stecken geblieben sind und dann am nächsten Teil, wo ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich den Teil bezwingen soll. Aber gut. Ach, das Spiel ist immer noch ein Early Access? Ich dachte, das ist schon die Vollversion. Ich meine, was soll denn da großartig noch rauskommen? Das Spiel ist als Scherz gemeint, jeder versteht es. Vielleicht ein Level-Editor oder so ein Quark. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten... Oh, come on, come on, come on, come on! Nein! Och, Menno. Ich wurde zu weit geschleudert. Schade. Na gut, komm. Okay, den letzten Gang mache ich noch, bevor ich gleich gehen muss. Aber das sah so gut aus. Ich meine, es hat ja auch funktioniert. Ich war nur... Oh. Och, nö. Ich will auch nur meine Speedrun-Strats schnell machen. Gut, wir haben noch ungefähr 1 Minute. Ich glaube nicht, dass ich in 1 Minute das Spiel schaffe, durchzuspielen. Von daher versuchen wir das jetzt. Ist das jetzt der letzte Versuch? Oder weil es noch länger gehen soll? Das wäre natürlich interessant, wenn die dann, sage ich mal, ab dem zweiten Bereich sagen, okay, jetzt geht's hier weiter. Also klar, ich kann mir gut vorstellen, dass man noch Sachen hinzufügen kann. So ist es nicht. Ob die das dann wirklich machen oder ob dann das Interesse an dem Spiel noch weiterhin beibehalten wird, ist eine andere Sache. Ich meine, gut, ne, andererseits haben wir jetzt auch spät angefangen, das Spiel zu spielen. Mit Hedwig. Du bist doch Speedrunner, ja. Aber der Weltrekord liegt bei 3, 4, 5, 6 Minuten. Ich glaube, die Tabelle hat 3 Minuten gesagt, als ich vorhin geguckt habe. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, geht doch. Das war doch ein guter Schleudergang.
So. Wie gesagt, das ist jetzt der letzte Versuch. 4 Minuten. Oh, krass. Ja, ist halt die Frage, weil im Spiel kannst du auch auf die World Records gucken und dann ist dann bei irgendwas mit 3 Minuten. Plus minus 2 Stunden macht auch keinen Unterschied. Genau. 2 Minuten, 2 Sekunden, 2 Stunden. Es fängt doch alles mit 2 an. Ist doch alles gleich. Okay. Plupp. Ah, den Teil wird dir jetzt gefallen. Na, natürlich nur ein Like geben, sonst tot. Oink, oink, oink. So. Ja, guck mal. Letzter Versuch und wir sind wieder bei der Mauer. Wäre natürlich sehr cool, wenn wir es jetzt komplett schaffen. Aber mal sehen. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Dann bin ich vielleicht ein bisschen zu spät. Bei der Verabredung, aber gut. So ist das dann. Nein, nein, nein! Ja, okay, so viel dazu. Wobei, na, das ist doch... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So gehe ich nicht. Ich bin jetzt bei der Mauer. Ich bleibe bei der Mauer. Nein! Okay. Bis zur Wand, aber nicht weiter. Ja. Na gut. Dann sind wir jetzt wieder am Anfang. Okay. Schade. Es sah eigentlich ganz gut aus. Einmal selbst töten mit dem Huhn. Ja, man kann sich selbst mit den Hühnern töten. Ist doch immer der letzte Versuch, genau. Hui. Weg mit dir, Leiche. Okay. Na gut. Ah. 69. Das war nicht mit Absicht. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ich habe keine Zeit mehr. Deshalb, okay. Split. Zack. Nice. Ja, schade. Wie gesagt, es hätte mich gefreut, hätten wir das Spiel doch durchgespielt. Aber wir sind ja schon recht weit gekommen. So ist es nicht. Nur nicht so weit, wie ich es gern gedacht hätte. Ach ja. Naja, so ist das halt. Na gut. Auf jeden Fall, das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weiteren Content sehen wollt, ne, wir machen auch immer noch Sachen auf YouTube. Könnt ihr euch gerne vorbeigucken und euch das abonnieren. Wir haben einen Discord für die Community. Ja, wir haben einen Discord, wo ihr dann auch gerne all unseren Sachen folgen könnt, mit uns reden könnt, wie auch immer. Also, Leute haben sich das gewünscht, wir haben es gegeben. So ist das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, folgt uns auf Twitter, Discord, Twitch. Wie seid ihr auf Twitch? YouTube, ihr kennt den Quatsch. Ich habe keinen Bock, das jedes Mal zu sagen. Ah, sehr professionell von mir. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich spiele das Spiel in meinem Stream durch. Bis zum nächsten Mal.